Der Pilot hatte im griechischen Luftraum ein Notsignal abgesetzt. Daraufhin eskortierten griechische Kampfmaschine bis zur Landung. Die von Thomson Airways gecharterte Boeing 757 war auf dem Weg von Bristol. Die Bristol-Helfer-Messe seit 10 Jahren hat am Morgen ihre Pforten für die Besucher geöffnet. Insgesamt zeigen 6560 Firmen aus 65 Ländern Maschinen, Motoren, Windräder und andere Industriegüter. Unter den Toten sei ein als Regierungstreu geltender Stammesältester gewesen, der möglicherweise das Ziel des Anschlags gewesen sei. Zu der Tat bekannte sich bislang niemand. US-Präsident Barack Obama will für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus kandidieren. Er wird bei der Präsidentenwahl 2012 erneut als Bewerber für das höchste Staatsamt antreten, teilte Obama in Washington mit. Obama war am 4. November 2008 zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt worden. Die Kampagne ist auch auf seiner Webseite. Seine Regierung und seine Unterstützer im ganzen Land wollten dafür kämpfen, die erreichten Fortschritte zu verteidigen und weitere möglich zu machen. Nach der Präsidentenwahl in Kasachstan ist der regierende Amtsinhaber Nursultan Nazarbayev erwartungsgemäß zum Sieger erklärt worden. Nach offiziellen Teilergebnissen kommt der autoritär regierende Präsident auf 95,5% der Stimmen. Teilergebnissen zufolge kommt er auf 95,5% der Stimmen. Bei seinen Anhängern sagte er in der Hauptstadt, dass danach das Ergebnis bestätigt die Unterstützung des Volkes für seinen Regierungskurs. Er bleibt der 70-Jährige für weitere 5 Jahre im Amt. Außer ihm waren lediglich 3 Kandidaten angetreten, die aber alle ihre Unterstützung des Amtsinhabers erklärt hatten. Prominente Oppositionspolitiker boykottierten die Wahl. Bereits im Vorfeld hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mangelnde Transparenz und fehlenden Wettbewerb bemängelt. Bundesminister Guido Westerwelle hat die chinesische Regierung aufgerufen, den festgenommenen Künstler Ai Weiwei umgehend freizulassen. Er habe mit großer Sorge erfahren, dass Ai am Sonntag in Peking an der Ausreise gehindert worden sei, sagte Westerwelle in Berlin. Er erwarte Aufklärungen zu dem Vorgang. Der Minister hatte erst kurz zuvor Peking besucht. Der 59-jährige Künstler wollte am 29. April in Berlin eine Ausstellung eröffnen. Die chinesische Grenzpolizei hatte Ai auf dem Flughafen von Peking an der Ausreise nach Hongkong gehindert. Seitdem wird er festgehalten. Sein Studio wurde durchsucht, 8 Mitarbeiter festgenommen. Der 59-jährige gilt als scharfer Kritiker der kommunistischen Partei. Er hat seit einiger Zeit immer wieder mit Repressionen zu kämpfen. Ai sagte kürzlich, er plane deswegen einen Teilumzug nach Berlin. Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel einberufene Ethikkommission zur Bewertung der Atomkraft hat in Berlin ihre Arbeit aufgenommen. Das Gremium soll den angestrebten Ausstieg aus der Atomenergie begleiten und sich mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen auseinandersetzen. Angela Merkel soll die Kommission bis Ende Mai Vorschläge vorlegen, wie eine Kürzung der Energie von Berufung und Energie.